ich bestimmt wieder auf der falschen Spur wetten. Das ist jedes Mal in der Ecke hier. Und jetzt ist die Ampel grün. Ja. Ich also, bin richtig. Echt jetzt? Ja. Ich bin, wow. Ich bin richtig. Wow. Herzlichen Glückwunsch, Andi. Herzlichen Glückwunsch. Ja, erzähl auf. Ich habe ja schon mal... Oh Gott, Alter. Das ist die Gegenspur. Das braucht eine Haltestelle. Erzähl weiter. Da war eine Haltestelle. Wo? Direkt da am Anfang. Da war eine Haltestelle? Ja, da war eine Haltestelle. Dich da. Okay. Ist egal, fahr dann vorbei. Ja. Ich hatte ja schon mal in einem Video angedeutet gehabt, ich habe ja überlegt bzw. geplant, mir ein, also auf jeden Fall kommt im Sommer ein neues PC-System, weil wird mal wieder Zeit. Das kommt. Ja, das. Zu dir die Tür rein. Genau, es klopft und dann kommt's. So. Hallo. Und ich bin die Nvidia. Ich habe schon überlegt, dass es ein Gerät des Herstellers mit dem Apfellogo sein wird. Guten Tag. Guten Morgen. Weil ich halt schon seit Jahren drauf gespart habe und außerdem bin ich so ein Mensch, ich feiere dieses macOS extrem. Ich finde das ein extrem schickes System. Für die Let's Plays brauche ich dann natürlich auf Bootcamp Windows, aber das geht noch alles. Und ich finde halt das sehr schön, dass man da in so einem schick verpackten Gehäuse eine starke Leistung hat. Da kann man jetzt einen übertriebenen Krieg wieder lostreten, Mac gegen Windows. Aber ich bitte euch einfach mal das zu lassen in den Kommentaren. Ne? Wir wollen ja keinen Spam haben. Schreibt doch mal in die Kommentare rein, der Andi hat recht, Windows ist eh besser und PC und sowieso und überhaupt, weil Apple ist Quatsch für Let's Player. So, ja? Nächstes Thema. Apple ist Quatsch für die Leute, die selbst dran montieren. Und jetzt fangen wir selbst so einen Krieg an. Ja, aber für mich wäre es halt nichts, weil ich mehr so der Montagefuzzi bin unter den PC-Besitzern. Du weißt das ja selber. Ich kaufe mir dann irgendwelche Komponenten, die nicht gehen, die ich dann nochmal austauschen muss. Genau. Und ich habe, ich persönlich habe den Julian PC, bezahlt den dann stehen. Lieber 3000 Euro für einen PC, der 3000 dann Euro, ein halbes Jahr geht und irgendeinen Defekt aufweist und den dann einschicken muss für 5 Wochen, ja? Hast du denn geraucht? Ja, ich halte halt von so komplett Paketen nichts. Tut mir leid. Also den PC, den ich hier neben mir stehen habe, habe ich tatsächlich auch selbst zusammengebaut, komplett. Ich finde nur... Guten Morgen. Weiß ich nicht. Ich finde die Dinger von der Leistung her extrem ansprechend. Klar, man kann sich da so einen entsprechenden PC zusammenbauen. Ich weiß nur nicht, irgendwann hatte ich halt mir mal überlegt, ich hole mir irgendwann mal einen Mac. Das mache ich vielleicht nach dem Abi und habe halt schon darauf gespart. Deswegen, die Dinger sind ja echt nicht schlecht von der Leistung her. Und wenn ich tatsächlich irgendwie Not am Mann habe, was jetzt die Leistung angeht, die, was ich eigentlich nicht haben werde, weil da sitzen die gleichen Komponenten drin wie in einem normalen Tower-PC auch. Man kommt nur nicht so leicht dran, aber wenn man ein bisschen Ahnung hat, dann kann man das auch ändern. Und ja, und ich habe sogar tatsächlich diesen Gedanken gehabt, weil es klingt jetzt echt total bescheuert. Oh Mann. Oh Mann, hast Angst vor der Kreuzung? Ja, ich habe gerade Angst vor der Kreuzung, weil da ständig die Autos so durchschießen. Der fährt aber jetzt langsam. Der bleibt jetzt ernsthaft stehen. Ja, weil der abbiegen will. Und er fährt auch nicht. Jetzt muss ich wohl oder übel. Das geht schief, das weiß ich. Du kannst auch, warte. Ja. Ja, es. Was will ich machen? Ich tue. Die reagieren da drauf. Oh Gott. Oh. Hab ich ihn erwischt? Ich weiß es nicht. Ich sehe. Ich hab ihn nicht erwischt. Was für ein Durcheinander ist doch. Ja, so die Verkehrsregeln scheinen hier ja auch nicht hundertprozentig zu stimmen. Hat man ja vorhin gesehen, an dem der da auf der Kreuzung stand. Ejo. Ach, die Sonne. Sie ist kurz durch. Wie kommt die Sonne durch Sonne? Ja. Ah, Schnee. Ich liebe es. Du wolltest das. Ja, ich weiß. Ich bereue schon gerade wieder. Dankeschön. Leute, das ist der Grund, warum wir nicht so oft Schnee fahren. Ne? Ich wollte dich ärgern und bereue es selber gerade. Ja, siehst du, weil ich werde nämlich gleich damit klarkommen. Und ich werde diesen Satz jetzt schon bereuen, weil ich weiß, dass ich es nicht werde. Ich werde dich dran erinnern.
Oh Gott, ich... Das Schlimme ist, man meint immer bei Schnee automatisch Gas geben zu müssen, obwohl man es eigentlich nicht sollte. Und dann passiert sowas. Andi ist eine Schlange. Wieso bin ich eine Schlange? Morgen. Weil du dich gerade so hin und her geschlingelt hast. Vielleicht jetzt nur mal ganz kurz was angemerkt, Leute, ne? Wir lachen jetzt wieder. Jetzt denkt euch aber nicht in euren Köpfen, dass wir jetzt dieses Thema mit dem Absturz loswerden und danach wieder sagen, scheißegal, wir wollen euch unterhalten und hier nicht so eine Trauerstimmung verbreiten. Wir finden das selbst tragisch. Das haben wir auch angesprochen. Jetzt, ne? Deswegen haben wir es auch angesprochen. Deswegen haben wir es auch angesprochen. Weil es einfach also auch ein wichtiges Thema ist. Nicht denken, dass wir sagen, ach ja, geht den ja am Arsch vorbei, wenn ihr jetzt wieder lachen. Wir wollen euch ja auch in gewissermaßen irgendwie unterhalten. Denk dran, ich lenk mit einer Hand, ne? Das ist dir klar. Ja, es ist keine Entschuldigung. Wenn ich Schaltwagen fahre, dann lenke ich auch nur mit einer Hand. Ja, aber das... Habe ich die rechte Hand immer am Knüppel. Nein, lass mich jetzt in Ruhe. Ich will bedauert werden. Bedauert mich mal bitte, Alon. Armes Andi. So. Duffy. Ja, Carsten ist gut. Nee, Carsten hätte jetzt gesagt, Samson. Duffy, Herr vom Bödefeld. Ja. Halt an! Ja. Gott, der hat ja eine Bremsstrecke von 100 Meter hier. Das ist ein Bus anschreit. Halt an! Alter Schwede. Ja, ich weiß, der ist Russe. Das hatten wir schon, das Thema. Kommt ihr mal jetzt. Alter ist kein Schwede, er ist Russe und baut Busse. Dankeschön. Dankeschön. Zieg mich nicht so an. Was heißt denn anziehen? Was sie gerade gemacht hat. Nicht anziehen, sondern anziehen. Ja, habe ich schon verstanden. Was? Geradeaus. Ah. Nee, rechts, oder? Nee, geradeaus. Ist richtig. War das nicht hier 180? Irgendwas? Nein, 158 fahren wir immer noch. Ja, denn... Der Kerl kriegt auch nichts mehr mit. Doch, ich wusste, dass wir die 158 fahren. Ich habe nur gedacht, das wäre irgendeine 180er... Dingsbums gewesen. Jetzt bremst ab. Gerade einen schweren Fehler begangen. Wer da wäre? Ich bin zu schnell gefahren. Oh ne, es ist noch gut gegangen. Das ist nur, weil ich mit einer Hand lenke. Deswegen klappt das so gut. Du hast ja gerade eben gesagt, du drückst Q, um weiterzuschalten, ne? Ja, nee, hier funktioniert's nicht. Drück mal bitte dein Kupplungspedal, damit schaltest du ja normalerweise weiter. Das ist der nächste. Du und deine Ablenkungsmanöver immer. Es war kein Ablenkungsmanöver, ich wollte das wissen. Das muss ich von außen sehen. Nee. Nein. Jetzt lass sie bitte no collision haben. Jetzt lass sie bitte nicht an einem Berghang stehen. Andi, dein Bild ist irgendwie verpixelt. Ja. Chaosfahrer Andi. Ich weiß, ich kann super gut Bus fahren heute. Ja. Du hättest auch den Staplerfahrer Klaus mimen können. Ich hätte die Kupplung nehmen sollen statt Q, weil dann wär's gegangen. Ich hatte gerade eine Ansage. Aber fehlt da eine Textur oder ist das Schnee? Keine Ahnung. Hast du mitbekommen? Hä? Meine Ansage kam gerade beim Treten der Kupplung. Das hättest du mir auch mal früher sagen können. Dann hätte ich dann auch wenigstens Ansagen gehabt jetzt heute. Hattest du letzte Woche keine? Ach genau, da hatten wir keine. Das ist richtig. Alheim. Der Andi kriegt übrigens gerade ein Kind. Was wird's denn? Money. Wow. Das ist aber eine schwere Geburt. Jetzt pass auf, jetzt kommt der Witz schlechthin. Es wird ein Bierbauchschnitt. Ja? Einmal kurz. Lass die zweite Tür offen, ich will raus. Zu spät. Dann bei der nächsten Haltestelle. Warte mal gerade. Hauptbahnhof.
hast den Blinker an. Nö. Du Das war jetzt echt eine Szene für die Götter, oder? Oh! Beide halten sie die Klappe und Andi tritt sein Pedal. Und passt Tode. Nicht auf, wohin tritt und hinfährt und ja, ne? Ja. So, jetzt warte mal, jetzt suche ich mir erstmal die nächste Ansage. Ja, jetzt kommen sie toll. Mit 8 Minuten Verspätung. Moment mal. Ich hätte jetzt hier langfahren müssen, das ist doch richtig. Ja. Und dann darum. Ist das denn für eine Kurve, bitte? Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Was ist das? Ist das Realismus? Eher weniger, oder? Ne, ich will ja jetzt um Gottes Willen hier nichts extrem kritisieren oder so, aber irgendwie... Du musst ja nicht gleich extrem kritisieren, du kannst ja direkt erstmal anfangen mit kritisieren. Hallo? Der Rückwärtsgang. Ich hänge jetzt nicht ernsthaft fest. Nein. N-R. Da sind die Bürgersteige nicht ganz miteinander verbunden, das aber jetzt mal megan. Ich komme hier nicht weg. Jail. Ich kann es nochmal im Vorwärtsgang probieren, jetzt bin ich gerade gegen das Mikro gestoßen, toll. Ich kann's nur mal im Vorgangs. Andi, ich habe einen Tipp für dich. Ja, der da wäre. Kurz die Collisions ausmachen, wieder auf die Straße fahren, die Collisions wieder anmachen. Nee, What? Ich komm hier noch weg. Während du nach links. Ich lass dich einfach machen. Ja, das Problem ist, weil hier beide Räder... Nee, noch nicht mal. Eigentlich müsste der doch greifen. Der wird ja hinten beschleunigt. Der zieht ja von hinten. Warte, wir machen die Collisions aus. Mensch, Andi, das ist aber ein Bombeneinfall. Wie ist dir der denn gekommen? Jetzt hast du dir das überlegt. Jetzt komm schon. Ich will Omsi 1 wieder haben. Das sind wenigstens manche Sachen umgefallen, wenn man dagegen gefahren ist. Ja, heimtückisch. Wenn du nicht schnell genug weggefahren bist, dann haben sie dich von hinten K.O. geschlagen. Ja, man konnte sich wenigstens nicht festfahren. Och, das ging auch. Erinnerst du dich an die Straßenlaternen, die sich dann in deinem Busdach verhakt haben? Ja, ich weiß, es ist noch dunkel. Oh! Dunkel, dabei war das nur eine Straßenlaterne. Siehst du, man muss noch nicht mal die Collisions ausmachen, man schafft's auch so irgendwann. Ja, da kommt übrigens ein Auto von links. Das ist mir jetzt gerade... Nein! Egal. Es ist aber auch eine blöde Ecke hier, das muss man jetzt wirklich mal zugeben, ja? Wo ist die Flasche, die Person hier auf dem... Hier liegt eine Flasche, Andi. So, die brauche ich mal gerade. Kann jetzt nicht wahr sein, oder? Ich komm mal gerade zu dir nach vorne, ne? Ich häng schon wieder fest. Ich komm mal gerade. So. Hi, Andi? Ja? Musst du dir mal gerade ein paar mit der Flasche geben, du hast es verdient. Hier, dafür, dass ich mit einer Hand lenke, ja? Hast du dich schon ziemlich oft festgefahren, ja? Danke, dass du mich den Satz hast fertig machen lassen. Boah, du kannst echt so froh sein, dass die Karre keinen Knickschutz hat. Also im Real Life schon, aber da nicht. Dafür habe ich hinten das Auto erwischt. Ist mir jetzt aber auch wurscht. So, willkommen an der Ecke des Grauens. Da fahre ich auch gleich durch. Ich bin mal gespannt, was du aus einer 18-Minuten-Linie machst. Andi! Ja? Mach nicht wieder die Schlange. Haben wir denn hier einen Feldweg oder was? Ich habe keine Ahnung, ob wir richtig sind, wenn ich ehrlich bin. Ja, der Pfeil ging ja da lang. Ja, eigentlich ja, ne? Oh Gott.
Ich glaube, als der Tim Bär sich die Linie gewünscht hatte, meinte der nicht bei Schnee. Der Tim Bär dachte sich da bestimmt gar nichts bei. Zumindest. Der hat sich bestimmt gedacht, die fahren bestimmt im Sommer hier. Ich stelle mich jetzt jeden Tag im Sommer hier aufs Feld und guck, wie sie vorbeifahren, ja? Ach, genau. Jetzt fahren wir schon mal hier und es ist Winter. Ja. Sag mal, was ist das für eine Route? Aber hast du einen Platten oder ist die Straße einfach... Ich glaube, du hast dir gerade einen Platten gefahren. Ich habe keinen Platten. Weißt du, was? Frag mich nur extrem, was das gerade für eine Route ist. Weißt du, was ich geil fände, wenn du jetzt... Es ist ja noch at random hier einprogrammiert bei Morphe. Ja. Wenn du jetzt einen Niveauregelungsausfall bekommen würdest. Sag's nicht so laut, Kollege. Jetzt hast du dich unter das Haltestellenschild gebohrt, Alter. Ich kann nicht mehr. Alter Vater, was hast du... Jetzt hast du dich unter dieses Haltestellenschild gebohrt. Du bist echt Top-Busfahrer der ersten Klasse, oder? Ich weiß jetzt schon, ja... Darauf einen Schluck. Ich weiß jetzt wirklich schon, die besten Let's Plays sind bei mir immer diese Schnee-Let's Plays, oder? Da passiert immer irgend so eine Scheiße. Oh Gott, ey. Darauf einen Schluck. Ne, hier. Prosit. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Wir saufen, bis hier jeder speit. Oh Gott, was sind denn das für Kurven hier? Was lernen wir daraus? Nie wieder im Winter fahren. Ja, das hat nichts mit dem Winter zu tun. Die Kurven sind da auch im Sommer. Ja, aber da kann man besser rum. Da machst du nicht Rütti-Rütti. Ja, gut, aber fahren tue ich dadurch auch nicht besser. Das stimmt. Gut, minimal vielleicht, ja. Zumindest im Kreisverkehr. Oh. Willst du nicht diesen Bus übernehmen? Nee, der kann gleich... Der bekommt gleich seine Abschiedsfeier, der Bus. Der bekommt gleich sein... Nach jahrelangem Dienst. Treuen hast du vergessen. Nach jahrelangem Treuen. Wirklich. Nach jahrelangem treuen Dienst. Bekommt er den goldenen. Ich versuch grad melancholisch zu sein hier. Sie sitzt auf dem Geländer. Ja, ich brauche halt einen gewissen Kick. Erinnerst du dich noch an mein Facelift-Projekt von damals? Da haben die ja auch das mit der Mittelstange da. Ja, ja. Ne? Sie massiert sich etwas, das ist halt so. Genau. Ja, ich meine, wer darauf steht, ist egal. Thema wechseln. Ich wollte gerade ein melancholisches Thema ansprechen mal wieder. So, er bekommt das Citaro hier. Der ist seit Jahren im Dienst. Treuer Dienst, wirklich seit Jahren. Der Andi hat einen Platt gemacht. Er bekommt heute den goldenen Orden des letzten Einsatzes und wird dann verschrottet. Nee, jetzt. Weil. Ne? Nee, jetzt. Andi, freu ich schon mal drauf. Ich darf das auch noch. Guck mal, du musst da jetzt auch noch stehen. Ja, er ist Hipster. Alle coolen Menschen stehen im Weg. Erklär mir mal bitte, was ein Hipster ist. Ich habe das immer noch nicht verstanden. Menschen, die exakt... Also es gibt da einen Unterschied. So genau Alter. Weiß ich das auch nicht. Mainstream und Hipster. Mainstream ist die Masse. Zum Beispiel... alle kaufen sie sich ein Galaxy S6 oder ein iPhone 6. Und der Hipster, der nimmt einen... Ein Nokia sonst was. Weil er sich von der Masse unterscheiden möchte. Ah ja. Ja.
Ich glaube, wir sind da. Er war doch extrem knapp. Knapp war das. Knapp, genau. Knapp. Guck mal, da ist ein Haltestellenschild. So. Wir sind, juhu, 14 Minuten zu spät. Jetzt weiß ich gerade gar nicht. Wir sind um 8.58 Uhr losgefahren. Jetzt haben wir 9.30 Uhr. Ja, ich denke mal, da können wir wieder einen Part machen, ja, oder? 9.16 Uhr hättest du da sein sollen. Ja, wir hatten ja jetzt schon ein paar Diskussionen, mach längere oder kürzere Parts. Ich denke mal, ich werde wieder einen Part für euch machen diesmal. Ich würde mal sagen, so ab 45 Minuten mache ich zwei Parts, ja? Oder was denkst du darüber? Ja, das haben wir ja auch schon mal besprochen. Und, ja, um uns kurz zu fassen, dass es nicht noch länger wird, guckt beim Julian rein. Da werden wir beide Da werden wir Weidescher. Was ist denn Weidescher? Erklär mal, was du gerade für einen Satz im Kopf hattest. Da werden wir weiter Scheiße labern, wollte ich sagen. Ach so. Egal. Ich werde jetzt einfach meine Stimmenlautstärke so weit reduzieren, bis genau. Julian. Schanauze. Ja, wir sehen uns wie gesagt bei Julian im Part wieder. Den Link findet ihr oben und bevor ich jetzt noch irgendeinen Stuss erzähle, breche ich jetzt hier ab. Also ich gehe meinen Bus holen. Ich breche nicht ab, sondern ich höre auf. Also ich, ne, hier ist egal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt. Und tschüssi.